dieser Koran existiert ohne Widersprüche. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Und wäre dieses Buch, der Koran, von jemand anderem außer von Allah, so würden sie viele Fehler darin finden. Finden wir in der Bibel viele Fehler? Ja oder nein? Finden wir in der Taurat viele Fehler? Warum? Weil Allah das schon beantwortet hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wäre er von jemand anderen, außer Allah, ist jemand an den Koran herangegangen und hat etwas geändert? Oder konnte er etwas ändern? Antwort? Nein. Aber konnten Leute an der Bibel und an der Tora etwas ändern? Antwort? Ja. Warum? Nicht, weil Allah nicht imstande wäre, hasha, dass er diese Bücher schützt. Nein, vielmehr hat Allah Azza wa Jal Subhanahu etwas bestimmt, dass nach Moses und nach Jesus und die Propheten, die schon zuvor waren, der letzte Prophet kommt, unser Liebling, wer? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass er das Siegel aller Propheten ist. Nach ihm kommt kein Prophet mehr. Kein einziger. Und das letzte Buch, was Allah Azza wa Jal mit ihm herabgesandt hat, ist der Koran. Wenn du wissen möchtest, was in der Bibel oder in der Tora noch richtig drin steht, dann Alhamdulillah Rabbil Alamin, brauchst du nicht diese Bücher zu lesen, sondern du liest was? Den Koran. Und ich wundere mich über Geschwister. Wallahi al-Azim, ich wundere mich über diese Leute. Sie lesen die Bibel, sie lesen die Tora, aber sie kennen nicht ihren eigenen Koran. Ja, Ikhwan, das erste Buch, womit du dich beschäftigst, ist der Koran. Denn wenn du die Wahrheit kennst, wirst du automatisch was kennenlernen? Die Lüge, die Falschheit.